Jo Leute, willkommen zurück zu Faeria und auf Wunsch von jemandem, der es mir geschrieben hatte, spielen wir mal eine Ranked-Runde und die startet eigentlich schon beschissen. Die startet direkt, boah, die startet richtig hart, obwohl Auroras Traum zum Anfang hin. What? Sei gegrüßt. Wusstest du gar nicht, dass man die Dinger ändern kann, was da steht. Wir setzen mal direkt blau und beenden den Zug. Ich werde also möglichst schnell auf Auroras Traum spielen. Okay. Interessant. Hätte ich anders gemacht, ich hätte hier klar da, also da die Prärie, da blau und da blau hingesetzt. Aber gut, vielleicht hat er was vor. Natürlich hat er irgendwas vor. Aber ich sag mal erst einmal gucken. Erst einmal gucken wir, was kommt. Rot dahin. Zug beenden. Ich hoffe darauf mit dem. Den Traum zu treffen. Ach nein, das ist ein Mover-Deck. Oh nein. Oh nein. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wenn ich das schon wieder sehe, dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Fuck. So. Einmal den dreisten Falscher. Naja, Auroras Traum wenigstens getroffen. Beenden wir den Zug. Ja. Ist okay. Ich hasse dieses Deck, was er spielt. Also das Mover-Deck ist so ekelhaft. Hä? Okay. Er macht's gut, also hält mich halt komplett davon ab, irgendwo Verehrer zu sammeln. Da haben wir Cox Abendessen. Da hätten wir Cox Abendessen. Das Problem ist, dass ich weiß, was der aus einem Land hier unten. Obwohl, das ist wahrscheinlich Blau Mono. Das dürfte kein. Wir versuchen's. Das. Perfekt. So. Ja, der setzt mir jetzt direkt an die Sphäre einen dran. Was? Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist das ein Blau-Control-Land-Mover-Deck? Das würde mich ein wenig überraschen, sagen wir es so. Einmal dahin. Einmal dahin. Ja, habe ich schon. Zählte das nicht, dass man das nur irgendwann gehabt haben muss? Läuft mich direkt an. Ja, läuft mich direkt an. Traded? Traded und killed? Ich weiß es nicht.
So. Wir setzen einfach mal dahin. Und ich interessiere mich eigentlich auch eher. Machen wir es so. Dann kann er den zumindest nehmen. Nee, wir machen das so. Frage, ist das gerade klug? Ja, wir müssen es machen. Komm, gib her. Für den Notfall. Nur für den Notfall. So. Falls er verfroschen hat. Das wird mich mega nerven, wenn der jetzt verfroschen hat. Hat er nicht sogar Ansturm? Nee, hat er nicht. Gegen Frösche. Ziehst. Ziehen muss ich sagen. So. Ich setz mal hier einen blauen hin. Dann kann ich hier nämlich den Gabriel hinsetzen. Und habe hier zum Glück in dem Match den Vorteil, dass ich gegen ein gegnerisches Blaudeck spiele. Das heißt, mein Aquatisch kommt da sogar relativ gut durch. Fuck you. Genau deshalb habe ich das so gemacht. Ja, war klar. Genau deshalb habe ich den nochmal gemacht. Im Normalfall spielt man nicht mehr als zwei Verfroschen. Im Normalfall. So, da blau hin. Frage, den killen? Oder lieber. Nee, eigentlich ist die Frage Blödsinn. Kaputt. Und Zug beenden. So, er kann mir jetzt natürlich mit dem Frosch den Ge oder er sagt, ich greife nochmal an. Wow, dein Ernst? Fucking Ernst. Mir fehlt genau ein Faerier. Fehlt genau ein Faerier. Das ist so ärgerlich gerade. Ich kann gerade nichts machen. Also ich muss ihm das leider durchgehen lassen. Aber zumindest kann ich ihm jetzt das Feld crushen. Zum Glück kann ich ihm jetzt. Kann ich ihm jetzt das hier geben? Meine Fresse, war das notwendig. Meine Fresse, war das notwendig. Wir müssten jetzt auch schnellstmöglich gucken, dass wir auf Krog kommen. Weil er kriegt natürlich jetzt drei sogar. Ist eine sehr gute Karte. Muss aber zweimal aussahen, damit sie sich rentiert. Also jetzt hat er bei ihm gemacht.
Ja, ist klar, dass du mich da spottest. Egal. Das ist mir egal. Weil was du kannst, kann ich schon lange. Und du stehst doch so auf Frösche. So. Dazu Verehre aufzubauen. Es ist gerade mein Problem. Ich komme einfach nicht dazu. Ja, okay. Tu das. Tu dir keinen Zwang an. Ja, ist okay. Ist okay. Spiele. Den Krog dahin. Perfekt, da haben wir schon mal die erste Ladung. Dann hauen wir ihm eine. Geben ihm ein Verehrer. Holen Aurora und drücken mal eben das. Wenn er noch einen Spotter hat, dann habe ich, dann drehe ich langsam ab. Moment. Ach so, er hat seine eigenen Leben auf 10 gesetzt. Okay. Interessant. Sehr interessant. Vor allem, weil ich, also ich werde ihn verforschen, das ist gar nicht die Frage. Zack. Und zack. Einmal dahin. Der ist das Problem gerade. Er wird mir den gleich nehmen und wird mich dann auf ein Leben runterdrücken können. So, das heißt, auf jeden Fall den. Ich glaube nicht, dass er noch einen Verfroschen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und jetzt drückt er mir 2 Schaden. Ja. So. Aber ihm ist auch klar, was jetzt kommt. Weil es gibt, soweit ich weiß, keine blauen Burn-Karten. Außer wenn man sowas halt als Burn zählen würde. Aber es ist schön. Er setzt mir sehr viel Futter für den, ups. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich habe zu wenig Blau auf dem Feld. Ich habe zu wenig Blau auf dem Feld. Ich noch aushalten. Okay. Ah, okay, setzt auf 6 hoch.
Wenn er schlau ist, setzt er hier und hier in der Prärie hin und dann kann ich den Traumräuber auf jeden Fall nicht rufen. Das Ding killt dich. Das Ding wird dich killen. Das sage ich jetzt schon voraus. So, weil ich mache jetzt einmal das. Mach einmal das. Du hast meinen Respekt verdient. Und zieh einfach da ein. Es geht mir jetzt gerade nur darum. Auroras Traum. Sehr schön. Ne, dann könnte ich nur den angreifen. Zug beenden. Vier Runden noch. Nicht mal mehr. Killt er mir den Krog? Ich glaube, er greift an. Das wäre das Sinnvollste. Jawoll! Dankeschön. Danke. So. Jetzt ist die Sache. Die Frühlingsmochi traden? Ja. Die Frühlingsmochi traden. So, dich. Killen wir? Er kommt nirgendwo dran. Deswegen, im Moment läuft es besser für mich als für ihn. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es. Wir lassen das genauso gerade laufen. Frage ist, spielt er noch einen Traumräuber? Wenn er noch einen Traumräuber spielt, ist okay. Okay. Ja, mach das. Tut dir keinen Zwang an. Oh mein Gott, Magnus. Ich würde sagen, kein Respekt für das Alter. So, dann nehmen wir einmal Baron Bulgar. Setzen wir dahin. König Magnus. Setzen wir dahin. Das Abendessen. Setzen wir dahin. Den roten Teufel. Setzen wir dahin. Scheiße. What? Er hat aufgegeben. Meine Fresse, ey. Wunderbar. Langer Aufstieg. Ey, ich bin 24. Herzlichen Glückwunsch. Schwierige Runde. Echt schwierige Runde. Ich hätte ihm jetzt wahrscheinlich die erste der Illusionen gezeigt, dass ich die auf der Hand habe. Und zwei weitere hätte ich ja noch auf der Hand gehabt, die sich da ja schon verdoppelt hätten. So, und dann der danach hätte sich ja sogar vervierfacht gehabt. Ich hätte aber vorher wahrscheinlich den Spiegel genommen, hätte den verwandelt und wäre einen runtergegangen. Damit ich hier den dreisten Falscher hinsetzen kann. So. Um dann die Illusion zu setzen. Und zwar irgendwo hier hätte ich die wahrscheinlich hingesetzt. So war ungefähr der Plan. Da oder da, hatte ich noch überlegt. So.
Und das wären halt Angriffspunkte gewesen, die hätte er nicht halten können in dem Augenblick. Und er hat kein Verfroschen mehr im Deck gehabt. Das heißt, er hätte sich hier mit kaputt gezogen, gedamaged und er war auch kurz vor Deckout. Also von daher, gute Runde, war spaßig, hat echt, macht echt Laune. Ich denke aber trotzdem, dass ich weiter Casual spiele und weniger Ranked, weil Ranked ist einfach nichts für mich. Ich mag Ranked nicht, weil da sind die ganzen Tryharder. Und ich will halt auch so auch mal meine Fun Decks ausprobieren. Das Croc Deck hier zum Beispiel ist ein absolutes Fun Deck am Anfang gewesen und inzwischen ist es eins meiner stärksten Decks geworden. Deswegen hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Faerie. Haut so rein, bis dahin. Ciao, ciao.